Im Namen des französischen Volkes erklärt das Kriegsgericht der Militärregierung von Paris den hier genannten Dreyfus Alfred des Hochverrats für schuldig. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur Ausgabe Nummer 600 hier beim Kinocast. Ich begrüße Konfetti legen. Ja, ich grüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. So, dann sind wir wieder am Start und wir haben mit Absicht nur gute Filme geguckt für diese Sendung. Besser gesagt, aus Versehen nur gute Filme geguckt. Wir beginnen auch gleich mal mit der Sneak Preview der vergangenen Woche, zu der ich diesmal nur alleine war. Der Chris hat nur schnell moderiert und musste dann weg. Und zwar handelt es sich um den Film, im Deutschen heißt er Intrige, im Englischen und in der IMDb heißt er An Officer and a Spy. Und der französische Originaltitel ist Chacuse, oder ja, Chacuse muss es heißen, was so viel heißt wie ich klage an oder ich beschuldige. Also drei irgendwie völlig unterschiedliche Deutungen des Films oder Versuch der Vermarktung des Films. Also einmal eher so, oh, ein Spion und ein Offizier und klingt so ein bisschen wie Offizier und Gentleman. Intrige im Deutschen. Ja, worum geht's? Es gab in Frankreich des Jahres 1895 einen Fall, den man, wenn man sich ein bisschen mit Frankreich beschäftigt, der eben schon diverse Male vielleicht untergekommen sein könnte, auch wenn man irgendwie in Paris in Museen ist oder sowas, dann bekommt man da auch immer mal ein bisschen was davon mit. Allerdings so im Detail, wie mir das hier im Film vorgestellt wurde, kannte ich das bei Weitem nicht. Ich kannte nur so die Randfiguren. Ich wusste auch gar nicht, wie die Hauptfigur, um die es ging, eigentlich hieß. Das ist der neue Film übrigens von Roman Polanski, der quasi Europa fast nicht verlassen darf, wegen seiner anhänglichen Klage, die er auch immer noch versucht, irgendwie loszuwerden. Und die Hauptrolle spielt Jean Dujardin, den wir kennen aus dem Oscar-Gewinner The Artist, dieser Schwarz-Weiß-Stummfilm mit diesem Hund, der damals ziemliche Wellen geschlagen hatte und dann ja auch bester Film geworden ist in dem Jahr, zu Unrecht, wie ich finde. Aber war trotzdem ein ganz netter Film. In diesem Film Intrige, nenne ich es jetzt mal Einfachheit halber, ich wiederhole jetzt nicht alle drei Titel jedes Mal, geht es darum, dass ein Offizier, der heißt Alfred Dreyfus, der wird beschuldigt, Spionage verübt zu haben, gegen die Truppe Informationen weitergegeben zu haben zu modernen militärischen Entwicklungen. Und er beteuert bis zum Schluss seine Unschuld und wird auch in der kurzen Szene, die der Chris noch gesehen hat im Kino, glaube ich, vorweg musste, ist ein Riesentribunal. Ja, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, die habe ich gesehen, die fünf Minuten, die ersten fünf Minuten habe ich gesehen. Genau. Innocent. Ja, ist ein Tribunal, da sind irgendwie alle Truppenteile, das ganze Korps ist irgendwie gefühlt anwesend. Und der Offizier wird eben vor der ganzen Truppe seiner Schulterstücken und seiner Abzeichen an der Uniform beraubt, indem er eben, also er wird ihm einfach entrissen, abgerissen und er muss dann auch seine Waffen abgeben, die werden zerstört vor aller Augen, also er wird richtig gedemütigt. Er hatte aber irgendwie noch ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht zum Tode verurteilt wurde, weil irgendwie diese Spionage, also diese Gerichtsverhandlung, diese Militärgerichtsbarkeit, die da vorangegangen ist, die hat es da wohl gerade noch so abgebogen, dass er eben nicht zum Tode verurteilt wird, wie sonst eigentlich bei solchen Hochverrat oder sowas der Fall ist. Er wird dann auf die Teufelsinsel gebracht. Also die Frankreich hat ja diverse Überseedepartements oder damals waren es ja noch Kolonien. Und das ist in der Nähe von Guadeloupe, diese kleine Insel. Und das ist wirklich, da ist nichts auf der Insel. Und man kann sich auf Wikipedia das auch mal anschauen. Das ist im Film sehr gut nachgemacht oder vielleicht sogar on location gedreht. Also ich weiß nicht, ob man es so gut nachmachen könnte. Das ist halt wirklich nur so ein kleiner Fels mitten im Nix. Da wachsen zwar ein paar Palmen und so, aber er wird dort die ganze Zeit bewacht auf dieser Insel und kann da eigentlich fast nichts machen. Er ist dort quasi in der Verbannung und er wird auch nachts an sein Bett, was eigentlich eine Holz,
wie so eine Palette ist, angekettet, ja, er kann sich da auch nicht drehen. Weil natürlich, dadurch, dass er Hochverrat begangen hat und die Polizisten, die Soldaten, die auf ihn aufpassen, die finden das auch alle nicht so witzig, dass er da sowas begangen hat. Und er beteuert halt immer noch seine Unschuld. Also man hat ihm diverse Deals angeboten, wenn er irgendwie auspackt, dass er dann glimpflicher wegkommt, aber er beteuert seine Unschuld. Jetzt kommt Jean Dujardin ins Spiel. Er rutscht so ein bisschen nach als Chef des Geheimdienstes in Paris. Und er hat auch noch eine Verbindung zu dem Herrn Dreyfus, nämlich er, oder Dreyfus war früher mal ein, wie nennt sich das, ein Kadett, ja, ein Kadett auf der Offiziersschule bei ihm. Ja, also er war schon ein höher gestellter, ranghöherer Militär und deswegen kennt er den so ein bisschen. Und es hat noch eine besondere Brisanz. Damals gab es Ende des 18. Jahrhunderts gab es auch so einen aufkeimenden Antisemitismus in Frankreich. Der besagte Alfred Dreyfus ist jüdischer Herkunft und er ist dort der Einzige in diesem Offizierslehrgang. Und als dann eben diese Anschuldigungen gegen ihn wahr wären, da heißt es dann schnell so, ja, es war ja klar, hier der Jude war das und so. Ne? Und Jean Dujardin, als er dann, oder wie heißt er, Georges Picquart heißt er, aber nicht wie Captain Picquart, sondern mit P-I-C-Q-U-A-T, der wurde eben Chef dieser Geheimpolizei innerhalb des Militärs und die haben dort damals so wirklich vorsintflutliche Methoden, so über Dampf Briefe öffnen und so eine Scherze und von irgendwelchen Haushälterinnen, die in irgendwelchen Botschaften arbeiten, lassen sie sich die Papierkörbe bringen und setzen dann die Puzzleteile der zerrissenen Briefe und Dokumente alle wieder zusammen und so wird da halt gearbeitet und Jean Dujardin, wie heißt der hier, Georges Picquart, der erfährt dann halt auch, dass eben auch diese Militärpolizei die Beweise, die damals gesammelt haben, mit dafür verantwortlich waren, dass eben dieser Alfred Dreyfus verurteilt worden ist. Ja, die haben diese Beweise gebracht und so, je länger er mit denen zusammenarbeitet, umso mehr beginnen die Zweifel an ihm hochzukommen, ob das denn alles so richtig war, denn die Leute haben irgendwie ganz seltsame Einstellungen und lassen das auch durchleuchten und als er dann ein Dokument in die Hand bekommt, was das Ganze ja doch schon sehr deutlich macht, dass da wohl das nicht ganz mit sauberen Dingen gelaufen ist, dann fängt er an eben auf eigene Faust zu ermitteln und muss eben gegen gewaltige Widerstände stoßen und soweit kann ich das verraten, er deckt das dann auch schon auf und stößt aber bei seinen eigenen Vorgesetzten und bei den eigenen Ministern, die da im Staate sind, stößt das Ganze auf Ablehnung, weil sie sagen, ja, selbst wenn das so ist und wenn das jemand anderes war, der dort die Spionage begangen hat, wir können auf jeden Fall nicht eingestehen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben vor diesem großen Publikum, ja, dass wir jemand zu Unrecht verurteilt waren, weil der war dann mittlerweile schon ein paar Jahre auf dieser Insel, ja, sondern wenn, dann müssen wir den auf jeden Fall da lassen, auf dieser Insel, und da lassen wir den halt da verrotten, ist halt nur ein Jude, also so wird das halt gesagt, dann, und wir bringen halt den anderen zu Fall, und das müssen wir halt auf so eine Weise machen, dass es eben nicht irgendwie auf uns wieder zurückfällt, und in diesem ganzen Ränkespiel und dieser ganzen Verschwörungen und Intrigen, deswegen wahrscheinlich auch der deutsche Titel, befindet er sich nun. Er muss halt auch selber gucken, wo er bleibt, denn nachdem er dann diese heißen Kartoffeln da angefasst hat, die er auch schnell wieder aus der Hand fallen lassen sollte, verbrennt er sich dann nämlich auch selber daran nach und nach die Finger und gerät da in Ungnade bei seinen Vorgesetzten. Ja, so viel kann ich, glaube ich, dazu sagen. Wer sich den Spaß verderben, oder was heißt Spaß, wer sich die Spannung verderben möchte, wie das dann ausgeht, ist auf jeden Fall definitiv keine, was weiß ich, keine Matlock-Geschichte, so, was weiß ich, wir verhandeln mal vor Gericht und dann gibt es einen Schuldigen, sondern das zieht sich dann schon über einige Zeit hin und es ist auch, obwohl es jetzt sehr tragisch klingt und sehr dramatisch, es ist zwischendurch unglaublich witzig, was ich nicht gedacht hätte, aber Jean Dujardin, ich meine, in The Artist war ja auch nicht der ernsteste Darsteller und der hat auch in Frankreich eine sehr gut laufende Fernsehserie, wo er eigentlich total komödiantisches Talent beweist immer wieder und deswegen hätte mich es auch sehr gewundert, wenn er hier wirklich eine bierernste Rolle die ganze Zeit gehabt hätte. Das sind wirklich
absurd lustige Szenen drin, die das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Und ich fand es sehr, sehr gut gedreht, zum einen, also von Roman Polanski. Also da waren Einstellungen dabei, boah, Wahnsinn. Also war halt am Anfang die Szene, die der Chris noch gesehen hat, die sah ein bisschen sehr nach CGI aus, nach Copy and Paste von den Truppen und sowas. Aber später, da waren dann so viele Sachen, wo sie in Paris einfach wirklich irgendwie on location in irgendwelchen Gebäuden gedreht haben. Ach, und dann noch so Großszenen und außerhalb dann, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe die Zeit, die der Film ging, da war irgendwie 2 Stunden noch was, das verging wie im Fluge, würde ich fast sagen. Also, obwohl, man muss ja dazu sagen, wir hatten den Film in OV, das hieß hier in dem Fall auf Französisch mit deutschen Untertiteln. Und als der Film dann losging, da habe ich schon gedacht, ach, jetzt wird bestimmt dann irgendwann bei Zeiten eine Massenflucht eintreten, die sich sowas dann nicht geben wollen auf Französisch. Ich meine, Englisch kann irgendwie jeder noch, aber Französisch, da ist vielleicht nicht ganz so viel hängen geblieben aus der Schule oder so. Und da habe ich schon gedacht, das werden sich wahrscheinlich viele nicht geben. Aber es sind alle bis zum Schluss geblieben und es gab am Schluss echt lang ernst gemeinten Applaus. Also manchmal haben wir ja diesen Applaus, wo alle froh sind, dass der Film vorbei ist. Aber hier war es so, dass der Film auf Bayern alle dachten, boah, das war ein richtig guter Film, den wir gerade gesehen haben. Und dem kann ich auch empfehlen. Also wer den vielleicht in der Sneak bekommt, lasst euch drauf ein. Es ist sehr, sehr spannender Film, sehr gut gemacht. So ein richtiges Ränkespiel hin und her, wer mit wem und wer traut wem. Fast ein bisschen wie bei 24, wobei 24 ein bisschen ja doch mehr auf die Tube drückt. Obwohl hier auch, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt gehabt, Chris, in der kurzen Zusammenfassung, man könnte jetzt denken, ja, das spielt so 1895, das wird irgendwie ewig dauern, bis das da mal irgendwie weitergeht. Aber das war hier sehr angenehm gemacht. Da gab es dann so eine Szene so, ja, wir sollten mal diesem Hinweis folgen, da müssen wir da und dorthin dazu. Dann Schnitt, zack, und sie waren sofort an dem neuen Ort. Also nicht erst ein langes Gemähre und irgendwie eine Reise mit der Kutsche dahin oder so, sondern das hat der Film wirklich sehr angenehm gemacht, dass man den folgen konnte. Dann gab es wiederum Szenen, die waren bewusst ruhig gehalten, wo man wirklich sich drin verlieren konnte, die einfach schön waren und gut gedreht und gute Darsteller. Und dann gab es wieder Szenen, die wirklich so schnell, hektisch waren, aber zu Recht auch. Es war von der Regie her, fand ich den wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt ein bisschen Lust gemacht habe drauf. Ist ja doch dann etwas sperrig. Ich weiß auch nicht, wie er im Deutschen dann so unbedingt funktionieren würde, hier mit den Originalstimmen, die dann auch ja natürlich gut gepasst haben. Weiß nicht, wie es dann in der Synchro funktioniert, aber wenn ihr den irgendwie mal auf Sky erwischt und schaltet da mal nicht ab, guckt da vielleicht rein. Also kann ich empfehlen. Wollte ich jetzt gerade sagen, also ins Kino würde ich dafür wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe ja die ersten 5 Minuten gesehen und fand das eigentlich da auch schon von der Atmosphäre, die da geherrscht hat, fand ich ganz interessant eigentlich. Das ist, glaube ich, was, wo man wirklich Zeit mitbringen muss, oder? Naja, geht ja 132 Minuten, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich finde auch, man sollte den schon am Stück gucken. Also nicht jetzt gerade irgendwo dann mal unterbrechen und am nächsten Tag weiter gucken, weil dann vergisst man vielleicht dann, welcher Beweis, wohin und wer mit wem und so. Aber das alles ist, wie gesagt, nicht so verwirrend während des Films. Das kriegt man schon ganz gut mit. Also der Film nimmt einen gut mit, auch wer da mit wem und warum. Der macht ja auch manchmal so ein bisschen Sprünge nach vorn, um eben Sachen ein bisschen abzukürzen. Also geht es mal so ein Jahr voraus und dann erzählt er kurz, was inzwischen so passiert ist. Und ja, aber ich fand den echt gut. Und von mir kriegt er deswegen auch 9 Punkte. Wie sieht es denn eigentlich bei uns in der Gruppe aus? Ne? Kurz mal. Oh, ja, doch auch. Oh, sogar 3 Leute 10 Punkte gegeben. Wow. Ja. Ja, aber du musst auch die andere Seite sehen. Ja, 7, 8 auch. Na gut, einer hat 6 und einer hat 2. Also ich würde sagen, die fallen dann halt durch. Das sind halt die damit eben gar nichts anfangen konnten. Aber sonst liegen wir alle im vorderen Bereich, würde ich sagen. Ja, ist eigentlich schon. Ja. Das hättest du ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, wo du gedacht hast, okay, jetzt kommt vielleicht hier ein französischer Film. Ha? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, als ich dann wusste, dass was Französisches kommt, weil nach meinem Kenntnisstand in den letzten 10 Jahren gab es das nicht, dass wir einen französischen Film in der Sneak hatten. Ich finde es jetzt allerdings nicht so abwegig, weil ich sage ja immer, hey, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es Englisch ist. Und kam, glaube ich, dann trotz alledem ganz gut an. Ja. Also. Denke ich auch. Also vielleicht kommt ja dann öfters mal was. Französisch oder so. Oder gibt ja noch andere Sprachen. Und Kate, ja, habe ich dir ein bisschen
Lust gemacht, oder? Ja, geht so. Ist jetzt nicht so meine Welt von Filmen. Mhm. Aber vielleicht, ja, wenn er auf Sky kommt, vielleicht klicke ich dann mal rein. Ja, also für die, die da vielleicht jetzt geschichtlich das noch nicht ganz einordnen können, so dieser ganze Skandal, der da entstanden ist, zählt so ein bisschen als die Geburtsstunde der tatsächlichen Französischen Republik. Ja, also vielleicht kann man sich deswegen mit diesem Hintergrund auch doch mal damit beschäftigen. Das erzählt der Film natürlich ein bisschen lockerer und vielleicht auch ein bisschen interessanter als der Geschichtslehrer von damals, den ihr hattet in der Schule oder so. Klar, genau. Lehrer. Zumal, nee, ich meine, manche Geschichtslehrer haben es nicht so gut drauf, manche haben es ganz gut drauf. Ich will jetzt, vielleicht habt ihr einen guten gehabt. Ich kenne nur gute Geschichtslehrer. Aber im Normalfall wurde ja eher so Französische Revolution behandelt. Das hier ist ja eine nachrevolutionäre Geschichte. Und da war es ja damals so, ja, Paris, die Republik war noch sehr jung und hatte halt mit diversen Sachen zu kämpfen, eben mit diesen ganzen internen Sachen. Viele, viele ältere, altgediente Bürokraten, die noch irgendwie auf anderen Geisteszuständen gesessen haben, so hier gedanklich noch in der Monarchie waren und so. Und dann dieser ganze Skandal, und da hat sich ja dann sogar Emile Zola eingemischt und so, das wird im Film auch kurz thematisiert, was dann wirklich dazu geführt hat, dass dann quasi ein sehr Prominenter in Frankreich sich dann plötzlich damit eingemischt hat in das Thema. Und ist schon interessant, ja. Aber gucken wir mal, was morgen vielleicht interessant werden könnte. Wie lautet denn da der Hinweis, Chris? Der Hinweis für Sneak Nummer 1036 am 20.01.2020 ist wieder ein Film in OV. Oh, wusste ich. Diesmal aber nicht französisch, das weiß ich auch schon. Ich weiß ja auch inzwischen sogar, was kommt. Ich darf es aber wieder nicht sagen. Der Tipp lautet 1996 oder 1996. Und Kate, sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, der Martin tippt auf den Film Bombshell, wo wir letzte Woche den Trailer auch besprochen haben. Hm. Der Lukas tippt auf die Jane Austen-Verfilmung Emma, ist ein Drama. Und du, Erik, tippst auf die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Hm? Wie kommst du auf den Doolittle? Ja, ich denke mal, das ist ja so ein Remake von dem alten Film, und der war doch irgendwie ungefähr 96 im Kino, der alte mit Eddie Murphy. Vielleicht. Soll ich mich dazu äußern? Nein. Ist wahrscheinlich, darfst du doch gar nicht. Ist wahrscheinlich nicht dabei. Nicht der Tipp. Aber ich sage nichts dazu. Ich lache nur und sage, alles falsch, wahrscheinlich. Wenn er so lacht, ist alles falsch. Das ist deine Interpretation. Ja, 200 Bild habe ich! Bald! Dann kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Wir waren ja dann nochmal im Kino. Und vielleicht möchte ihn jemand von euch vorstellen. Wir haben es ja angekündigt, dass wir dem, oder dass ich habe. Ich habe es gesagt, ich will ihn auf jeden Fall im Kino sehen. Mhm. Knives Out. Knives Out. Ich habe ja noch einen Film. Kate darf den vorstellen. Nee. Wieso ich? Ja, weil ich habe noch einen anderen Film hier. Okay. Dann Knives Out. Ach, ich dachte, den musst du jetzt unbedingt vorstellen, wegen der Hauptdarstellerin. Wie heißt sie? Anna de Armas. Ich denke mal Emma, aber sie heißt Anna. So, Knives Out, Untertitel Mord ist Familiensache. Wie es schon so heißt, es geht um einen Mord. Und zwar Familienpatriarch und Krimi-Autor Harlan Trombi. Wird am Tag nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Und für den ersten Moment sieht es aus wie Selbstmord, denn er hat sich, so wie es aussieht, die Kehle durchgeschnitten. So. Da aber ein sehr engagierter Daniel Craig, Privatdetektiv Binon Blanc, nicht ganz davon überzeugt ist und sein Auftraggeber gemeint hat, er muss da mal nachhaken, tut er alle anwesenden Familienmitglieder und Angestellte befragen. Darunter die Kinder von Harlan, gespielt von Jamie Lee Curtis und
wer ist denn noch verwandt? Don Johnson. Ist es Don, ja, nee, Don Johnson, nee, das ist der Mann. Nee, Don Johnson ist der Ehemann, genau, von Jamie Lee Curtis. Auf jeden Fall noch dabei sind Chris Evans als ein Enkel, Anna de Armas ist als seine Krankenpflege. Und ja. Dingsen, ja. Ne? Richard Dreyfuss. Ja, genau. Jamie Lee Curtis, ja. Genau. Michael Shannon. Und ja, der auch. Das ist ein Riesencast. Ich kann sie mir gar nicht alle merken, wer war. Auf jeden Fall spielt Anna de Armas eine sehr große Rolle, denn sie ist die Krankenpflegerin und Freundin des Verstorbenen und hat eine sehr, sehr tiefe Bindung zu ihm gehabt und weiß daher über die Geschehnisse und über die Verstrickungen der einzelnen Verwandten Bescheid. Und somit macht auch Privatdetektiv Bignon Blanc sie quasi ein bisschen zu seiner Komplizin in den Detektivarbeiten. So. Während der Detektivarbeiten kommt raus, dass jeder so ein bisschen ein Motiv hatte, vielleicht dann doch danach zu helfen bei dem Tod, wodurch einiges aufgedeckt wird, sehr viele Verstrickungen kommen ans Tageslicht und Lügen werden aufgedeckt, falsche Fährten werden gefunden und dann ist die Frage, war es jetzt ein Selbstmord, war es ein Mord, war es ein Versehen, war es Absicht, war es, man weiß es nicht. Also wir wissen es schon, weil wir haben den Film zu Ende geguckt. Aber das muss dann jeder miträtseln. Und das finde ich das Tolle an dem Film, weil ich habe von Anfang an die ganze Zeit mitgerätselt. Ich habe dem Chris immer zugeflüstert, was ich gerade denke, wer der Täter ist. und das ging komplett in die Hose. Alles, was ich gedacht habe, ging komplett in die Hose. Und das ist das Schöne daran, weil man überlegt, wer war das und wer könnte das gewesen sein? Wo ist das Motiv dahinter? Und man rätselt richtig mit. Das fand ich sehr schön. Was ich auch sehr, sehr schön fand, ist A, die Vielfalt des Casts. Wir hatten von einem Stranger Things Darsteller, dessen Namen ich vergessen habe, zu Catherine Langford aus Tote Mädchen Lügen nicht. Jane Marshall, ne? Ganz genau. Chris Evans, ja, so. Jamie Lee Curtis, also eine wunderbare Besetzung. Daniel Craig als Privatdetektiv fand ich klasse. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, ist die Location, das Haus. Dieses Palästchen, diese Villa, die war so, ich weiß nicht, fand die von der Art und Weise, wie sie eingerichtet war, sehr warm und detailgetreu und das hat den Film für mich rundum sehr, sehr gut gemacht. Also er hat eine spannende Geschichte, tolle Darsteller, ein tolles Setting. Ja, was sagt der Rest? Ja, war so ein richtig schöner, wie früher Agatha Christie, ne? So einer muss es gewesen sein, Film. Allerdings mit ein paar untypischen Arten, wie es gemacht wurde. Also es gab ja dann, bei Agatha Christie waren ja dann irgendwie alle in dem Haus und es wurden halt einzeln interviewt und hier gab es dann doch sehr viele Außenszenen dann auch und dann auch so diese Art, wie das dann am Anfang so mit Rückblenden, also der Regisseur Rian Johnson, der diesen, ja nicht den aktuellen Star Wars Film, sondern den vorletzten da gemacht hatte, über den es da sehr viel Kritik jetzt mittlerweile gab, der hat aber so ein paar Kniffe angewandt, dass er einen so langsam reinführt in das Thema. Mhm. Und am Anfang so mit ein paar Rückblenden, wo wir teilweise eine und dieselbe Szene sehen, wo es jedes Mal erzählt, jeder aus seiner Sicht irgendwie, bestes Beispiel. Und dann verändert sich die Szene und das fand ich sehr cool. Ist immer eine Person mehr mit drin, wo bei der Geburtstagstorte die auf den Tisch kommt und so. Und dann verlässt er aber so ein bisschen auch die Wege, weil man denkt dann so, ah, okay, ich habe jetzt kapiert, das erwartet mich jetzt hier die nächste Zeit. Aber dann verlässt er dann so ganz bewusst die Wege und geht dann so ein paar andere Wege, auch bringt da so was Eigenes mit rein und es gibt dann ja auch relativ schnell schon fast einen Abschluss des Falls, der aber dann doch irgendwie noch sich weiterentwickelt, ich will mal nicht zu viel voran und die Darsteller sind natürlich über jeden Zweifel erhaben, die da alle mitspielen und jeder hat da so seine coole Rolle und jeder bringt da sowas mit und jeder könnte es gewesen sein und jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken und das ist alles völlig absurd, diese Familie, wie die überhaupt da die ganzen letzten Jahre irgendwie funktioniert hat, bloß weil da einer irgendwie Geld reinbringt, ja. Alle haben sich irgendwie da so damit arrangiert und war schon echt ein heftiges Ding da. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte direkt Lust, ihn nochmal zu gucken, um dann noch auf noch feinere, kleinere Details zu achten.
Ja, muss dann warten, bis es den für zu Hause gibt, denn. Ja. Ja, klar. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Ja, bitte. Das habe ich so schön drüber unterhalten. Ich fand die ganze Geschichte, wie es aufgebaut ist, du rätselst wirklich mit, du überlegst die ganze Zeit, ja, kann schon sein, passt, der könnte, Moment. Und da fand ich es dann toll, dass die ganzen Charaktere, wo drin waren, also die Schauspieler, die mitspielen, ist natürlich eine überragende Besetzung. Punkt aus Ende. Also da haben sie wirklich in ein ordentliches Regal gegriffen und da rausgecastet und auch die Leute dafür gewonnen. Und ich fand auch, das war stimmig so vom Gesamtbild. Und die haben keine der Figuren wirklich überzeichnet und sind bei manchen, wo du auch gedacht hast, okay, vielleicht, der könnte doch, es würde voll passen, wenn der da irgendwie mehr am Laufen hätte, haben sie nicht überzeichnet und dann auch einfach, ich will jetzt nicht sagen, links liegen lassen, aber eher, du bist in der Familie eine Randnotiz, bist du auch in dem Film jetzt eine Randnotiz, mein Freund. So nach dem Motto so ein bisschen. Und ich habe ja schon gelesen auch, dass das Chris Evans da ganz schlecht schauspielern würde oder einfach nur so völlig arrogant und gelangweilt ist. Aber ja, er war auch völlig arrogant. Aber das war doch seine Rolle. Das war seine Rolle. Also richtig gut. Daniel Craig fand ich hier jetzt sogar noch besser als in manchem Bond, muss ich auch sagen, als Privatdetektiv. Hat mir mega gut gefallen. Und natürlich Ana de Armas, wie sie den ganzen Film über mit ihren großen Augen immer so und die rutscht eigentlich von Situation in Situation, was unfassbar witzig auch teilweise ist. Also es gab echt Momente, da hat man auch laut gelacht. Bleibt aber auch undurchschaubar, ne? Ja, das ist es ja. Es ist die ganze Zeit dieses so, irgendwie das passt dann doch und es passt doch oder nicht. Vielleicht doch nicht. Ja, vielleicht hat die doch mit dem oder so sich da irgendwas. Ja, und wer hat da jetzt, wer steckt mit wem jetzt genau unter einer Decke und war oder und das fand ich großartig einfach, weil das hat den Film komplett wirklich am Leben gehalten. Also der ging ja auch 2 Stunden Schlag mich tot, ne? Das kam mir gar nicht so vor. Es gibt 2 Szenen, die ich total mag in dem Film. 2 Stunden 11. Welche 2? Also, die eine Szene, die ich sehr mag, ist, wenn das Testament eröffnet wird, ich will es mal nicht verraten, und sich alle Blicke auf eine Person oder auf eine bestimmte Richtung wenden. Und dann gibt es noch eine Szene, da möchte eine Person mit dem Auto wegfahren und die anderen kommen alle wie Zombie, so wie so eine Zombie-Herde. Ja, ohne Spaß. Und jeder will mit der Person irgendwie reden und irgendwas machen. Ich mochte die Szene sehr, weil das war wirklich so, ja, wo man denkt, also ja, echt? Ja, genau, so, ja, jeder will jetzt schnell irgendwie seinen Claim sichern und irgendwie, also, alle sind total hilflos, weil damit hat irgendwie keiner gerechnet und so. Ja, aber gerade die Testamentsszene, da musste ich laut lachen. Das vor allem, ja, der Testaments hier, der Notar oder wie das ist hier so. Ja, der arme Kerl. Der Anwalt liest das vor und die erste Reaktion ist, nein. Und das fand ich so echt, aber auch wieder irgendwie so. Ja. Du hörst nicht das, was du hören willst, und dann kommt, nein. Und du kannst dein Testament zusammenfalten und wohin schieben. Und großartig, wirklich. Auch von Anfang bis zum Ende, die Darsteller gut, die Geschichte gut. Einfach ein großartiger Film. Ich habe noch was. Viele Anspielungen auf andere Filme, Filmtitel. Also da wird Zeug reingeworfen, das ist der Wahnsinn. Also als... oft hat man das ja so, dass man sich im normalen Leben unterhält, über Filme, so wie wir jetzt, ja, und dann fallen in normalen Unterhalten irgendwelche Filmanspielungen. In Filmen hat man das sehr, 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 sehr selten, finde ich, weil dann kannst du ja im Film nicht über einen Film reden. So. Und hier fand ich das total toll. Das hat das Ganze noch so echt gemacht, so zu wahren Unterhaltungen. Das hört sich total komisch an, aber ich fand das total witzig. Ich fand den wirklich situationsweise echt komisch. Auch ich habe auch eine Lieblingsszene, und zwar als Ana de Armas von Daniel Craig das erste Mal draußen auf der Terrasse interviewt wird, also befragt wird. Also diese Szene fand ich klasse. Ich weiß nicht, ich musste so lachen. Ich fand es so gut. Das ist einfach, ja. Der Film ist, finde ich, rundum gut. Vielleicht sogar schon fast perfekt. Was der auch extrem gut macht, ist das ganze Thema mit den Anschlüssen.
Also das, da ist ja häufig mal Fehler im Film, dass dann irgendwas nicht passt und da ist irgendwie das Gemälde nicht mehr da an der Stelle oder irgendjemand. Weil hier gibt es ja dann so eine Szene, da wirft jemand einen Ball aus dem Fenster und dann siehst du in der nächsten Szene, da kommt der Ball da raus. Also du hast wirklich, du hast wirklich immer das Gefühl. Allem, wie dynamisch der Ball da rausfällt, ist schon geil. Und dass Daniel Craig den dann aufhebt, ist noch besser. Denn die laufen dann ums Haus rum und heben den auf. Und der Ball macht ja dann auch so seine Runde. Und kommt später wieder an seinen Platz. Und wie genau. Und warum? Da gab es halt ein gutes Beispiel. Ganz aktuelles Beispiel, als nämlich in der einen Szene kommt Ana de Armas nach Hause zu ihrer Mutter. Und da läuft Fernsehen, da läuft Mord ist ihr Hobby auf Spanisch. Und ich fand das absolut, wenn man dann nämlich darauf achtet, also ich habe da extra, ich bin ja so einer, ich gucke dann auch bei so Filmen immer, wie ist die Uhrzeit? Da kommt in der einen Szene kommt eine Uhr und dann in der nächsten Szene kommt die Uhr nochmal, wenn schon ein paar Minuten vergangen sind. Ich achte da immer so drauf. Das ist so ein bisschen, ja, man kann es nennen, ein Tick oder ein Schaden, den ich da einfach habe, weil es mich einfach interessiert. Und in dem Fall war es wirklich. Die schauen die Serie und dann dreht sich die Kamera auf die Couch und du siehst in der Spiegelung der Scheibe, dass der Fernseher genau da weiterläuft, wo das war. Und das fand ich richtig gut. Das sind so Details. Er war nicht gemacht, sondern er war detailverliebt auch gemacht. Mhm. Und das hat mir extrem gut gefallen, weil man wirklich auf so Kleinigkeiten geachtet hat. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, sehe ich genauso. Also es gab auch eine Stelle, kann man jetzt natürlich nicht, also da ist ein Geräusch und man hat vorher die Aussage von jemand gehört und gesagt, okay, ich habe ein Geräusch gehört und dann bin ich da, habe ich das und das gemacht. Und dann siehst du die Szene später mal von einer anderen Erzählung, dann denkst du, okay, jetzt müsste doch eigentlich was passieren, ne? Und dann ergibt sich das dann halt auch, ne? Und deswegen. Aber von diesem Geräusch, von dem du redest, habe ich mir gleich am Anfang gedacht, als dann die Erklärung kam, wo das Geräusch herkam, habe ich mir erst gedacht, echt jetzt? Das ist aber dann arg laut gewesen. So. Und dann später kommt diese Szene und du wartest ja drauf, dass jetzt dieser Anschluss passiert, was du vorher gelernt hast durch die Erzählung. Und ich so, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und das fand ich richtig gut, dass so ein paar Kleinigkeiten so weitergesponnen werden, wie zum Beispiel das mit dem Ball und wie das mit diesem Geräusch. Ach, das ist so super. Ja. Aber wen ich auch übrigens total toll fand, war die Mutter des Verstorbenen, die alte Oma. Keiner weiß, wie alt sie ist. Können wir mal betonen, wie geil die Frau ist? Also, Hammer. So gut, wie die immer diesen Gesichtsausdruck. Ey, der Wahnsinn. Übrigens, die Frau. Gruselig. Die Frau. Also die seine Mutter spielt, ist in Wirklichkeit die Schauspielerin ein paar Jahre älter als Christopher Plummer. Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwas mit 6 Jahren oder so. Das haben sie schön geändert, schön abgeändert, dass sie älter aussieht. Ja, aber cooler Film. Also wer Absolut. Die Gelegenheit hat, guckt den mal sich nochmal im Kino an. Und wird, denke ich mal, auch bei den Oscars eine Rolle spielen. Ist ja, glaube ich, auch nominiert. Da können wir ja später nochmal reingucken, was da jetzt so genau nominiert worden ist dieses Jahr. Toll, aber auf jeden Fall die Empfehlung, reinzugehen ins Kino. Ja. Angucken. Ach nee, hier steht es ja auch. Nee, nominiert nur für einen Oscar. Für welchen? Als bestes Screenplay. Also Drehbuch. Für Ryan Johnson. Ist ein gutes Drehbuch, kann man nicht sagen. Hätte das sogar verdient. Also von mir bekommt der Film 7,5 Punkte, weil ich glaube, hier reicht mir, den einmal gesehen zu haben. Weil ich weiß ja jetzt, worauf es hinausläuft. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, keine Frage. Hat mich sehr gut unterhalten. Also jetzt kein Film, den ich mir jetzt hier ins Regal stellen würde oder so. Deswegen. Ja, ihr wollt nichts sagen, okay? Keine Wertung von euch. Ich gebe ihm 9 Punkte. Ich ziehe 1 Punkt ab, weil ich noch mehr von dem seltsamen Jungen hätte gerne gesehen. Von dem Nazi-Jungen. Das wollte ich jetzt extra nicht sagen. Von dem hätte ich eher weniger gesehen. Sowas ich hätte es witzig gefunden, wenn da noch ein bisschen mehr rausgebrochen wäre. Nazi ist raus. Ja, ich bin auch bei 9 Punkten. Ich war bei 8,5, aber dann hat Ana de Armas den Ausschlag gegeben, 9 zu geben. Ja. Ich fand sie großartig in dem Film, ganz ehrlich. Ja, die hat ja eigentlich die wichtigste oder eine der wichtigsten Rollen in dem Film. Ja. Ja. Cool. Knives Out war das.
Und bin gespannt, was ihr dazu schreibt, liebe Hörer, in den Kommentaren. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung Heimkino. Heimkino. Ich habe noch einen gesehen, da wurde mir ein Screenshot bereitgestellt. Ihr hattet den ja in der Sneak gesehen, nämlich Parasite. Dazu nur ganz kurz. Also ich hatte der Screener war auf Koreanisch mit deutschen Untertiteln. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist ja ein wahnsinnig guter Film. Sehr stark vergleichbar, auch so ein bisschen mit Knives Out. Also sehr viel geht über Dialoge, über skurrile Situationen, über skurrile Charaktere. Wobei der noch ein bisschen mehr an der Schraube dreht, finde ich, Parasite. Und wahrscheinlich, weil ich das gerade so nah beieinander gesehen habe, hat mir Parasite deutlich besser gefallen als Knives Out auch. Und Parasite hat für mich auch so ein nochmal Schaupotenzial. Der bekommt von mir 8,5 von 10. Ich fasse es jetzt nicht nochmal alles zusammen, haben wir ja schon mal gemacht. Ja, genialer Film, ist ja auch nominiert, glaube ich, bestimmt als bester ausländischer Film und hat ja auch einen Golden Globe gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Und wenn ihr den irgendwo erwischen könnt, guckt den unbedingt. Ansonsten, der erscheint jetzt im Februar auf Blu-ray. So lange wollte ich nicht warten, deswegen habe ich den Verleih mal ein bisschen genervt. Und ja, deswegen leite ich direkt über zum Chris. Der hat noch was geschaut. Ich habe auf Sky, habe ich mir angeschaut, 100 Dinge. Das ist der Film von und mit Florian David Fitz. Also er hat das Drehbuch geschrieben, er war Regisseur und er spielt eine der Hauptrollen zusammen mit Matthias Schweighöfer. Und zwar, Florian David Fitz spielt Paul und Matthias Schweighöfer spielt Toni. Die beiden sind beste Freunde seit Kindheitstagen und haben zusammen eine App entwickelt oder ein Programm entwickelt, so was ähnliches wie das vertrauenswürdige Gerät, das ihr immer um Hilfe bittet, um Licht einzuschalten oder irgendwas wissen wollt von Apple, Google, Amazon. Gibt es verschiedene. Und die wollen diese Idee natürlich verkaufen und stehen dann bei so einem Investor, so ähnlich Mark Zuckerberg, der aber ein bisschen anders heißt und ist auch nicht vor Ort, der ist nur per Videokamera zugeschaltet und schauen sich das an, wollen ihre Idee verkaufen, funktioniert nicht so ganz, bis dann offengelegt wird, was man damit alles machen kann und wie man auch jemanden damit beeinflussen kann, weil was Paul nicht wusste, ist, dass Toni das eingesetzt hat, um ihn wirklich dahin zu lenken, ganz arg viel einzukaufen. 150 Sachen oder sowas hat er aufgrund des Anratens des Programms gekauft, die ihm gepasst hätten und die zu ihm passen und was weiß ich. Also beide total wirklich geprägt von übermäßigem Konsum, kann man wirklich sagen. Und dann kommt es halt ein bisschen zum Eklat, weil Paul das so ein bisschen ankotzt, was da abläuft und ablief mit ihm ohne sein Wissen. Die verkaufen tatsächlich das Ding für 4 Millionen Euro und freuen sich ihres Lebens erstmal, also zumindest Toni, weil ja, der sieht halt das große, große Geld und Paul sieht sich halt komplett verraten und beide einigen sich dann im Streit, im Halbsuff auf eine Wette, dass sie 100 Tage ohne irgendwas auskommen können und sie kriegen jeden Tag nur eine Sache zurück. Also es werden quasi komplett ausgezogen, also nicht nur quasi, sondern es werden komplett ausgezogen. Alles wird eingelagert von den beiden über Nacht. Das macht das ganze, die ganze Belegschaft, weil derjenige, der die Wette verliert, muss die Hälfte von seinem Dingsen an die Belegschaft abtreten, von seinen Anteilen. Und so baut sich dann so langsam was auf, dass das, welche Dinge benutze ich wirklich? Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrus, allerdings der Film hat wirklich ein bisschen was in mir ausgelöst. Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es gibt ganz arg viele Anspielungen da drin, auch oder immer wieder so zurück zu so Szenen, wo man sagt, hey, früher, guck mal, Oma und Opa, die hatten nichts und waren glücklich und wir haben alles und sind nicht glücklich. Solche Szenen gibt es da relativ häufig, und es entwickelt sich auch noch eine Liebesgeschichte. Klar, es ist eine Buddy-Komödie, die sich auch gegenseitig auf den Sack gehen dann mal. Es gibt Streit, es gibt was weiß ich was alles. Aber das alles auf einer Ebene, die ich jetzt nicht so, also ist kein Pipi-Kaka-Humor und nicht so, ha, ich muss jetzt so brutal lustig sein, wie Til Schweiger-Filme oder Matthias Schweighöfer-Filme zum Teil schon waren, sondern auf einer echt angenehmen Art und Weise. Und ich nehme auch den Florian David Fitz immer so als relativ angenehmen Menschen so wahr. Das ist, keine Ahnung, ob er ein arroganter Sack ist oder ob er echt auch auf dem Boden geblieben ist. Wenn ich allerdings sehe, wie er in der Rolle spielt, wie er da aufgeht, dass es sein Drehbuch ist und alles, das gefällt, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hätte ich so nicht gedacht. Also, wie gesagt, die ganze Geschichte dahinter ist okay. Die Gags an sich, es ist kein Gag-Feuerwerk, sondern es ist wirklich ein angenehmes Ding. Ich musste teilweise auch lachen. Also
Wenn so Sprüche fallen wie, ey, du siehst aus, als ob du dir mit einer Uzi Schminke ins Gesicht geschossen hast, da so, okay. Und einfach diese ganzen Situationen, dass du mal einfach mit nichts anfängst und dir jeden Tag nur eine Sache zurückholen könntest. Und da ist halt die Frage, womit fängt man an? Also jetzt stellt euch mal ihr beiden mal ganz kurz vor, ihr seid jetzt hier auch in so einer Situation, ihr habt alles, ihr habt gar nichts mehr. Ja, also ihr seid komplett nackig, ja? Und jetzt dürft ihr euch eine Sache erstmal holen. Was ist das Erste, was ihr euch holt? Eine Decke. Okay. Erik, du? Ja, vielleicht einen langen Mantel oder so. Ja. So, ja. Und in dem Fall, und das ist einfach auch, das kommt, glaube ich, sogar im Trailer, die Szene, Florian David Fitz holt sich einen langen Pulli und einen Mantel und dann heißt schon gleich, nein, eine Sache, ja, aber das und oh, nee, eine Sache. Und das sagt ihm halt Matthias Schweighöfer, der ihm gegenübersteht und der hat einen Schlafsack an. Ja, Ach so, ich dachte, es müssen nur Klamotten sein oder so. Nein. Alles. Ist clever. Ja, tut er einfach genau. Da was an und was zum drin schlafen. Aber damit kannst du ja genau, schlecht und laufen. Und dann kommt halt, ja, ist ja ganz cool, aber du kannst darin nicht laufen und macht's. Batz, und er reißt an der Seite einfach die Nähte auf und dann gucken halt die Arme von Matthias Schweighöfer aus dem Schlafsack raus. Es sieht einfach so bescheuert auch aus, aber es klingt jetzt viel bescheuerter, als es wirklich in der Szene ist, weil die sind beide einfach nur angenervt, schon vom ersten Tag an. Und diese ganzen Ticks, diese ganzen Eigenheiten, wo man hat, also da, der Matthias Schweighöfer ist auch ganz arg, also Toni ist ganz arg drauf aus, dass seine Haare ja richtig sind und da, und der nimmt auch Haarpillen und alles und dann kommt es halt irgendwann auch rum mit, ja Moment, du hast die Haarpillen genommen, eigentlich darfst du nur eine pro Tag nehmen oder dann an dem einen Tag eine nehmen, so was und was und da gibt es echt so viel skurrile Szenen, wo einfach, ja, dieses Gefühl geben, hey, wir haben so viel, wir leben so im Überfluss, brauchen wir das wirklich alles? Und das ist so mit eine Message von dem Film, der mich echt positiv überrascht hat. Also ich hätte es echt nicht gedacht, weil Schweighöfer, Komödie, aber der war nicht schlecht. Ja, dieses ganze Thema mit dem Minimalismus und so, das war ja mal so eine Riesenwelle, die da gekommen ist. Gab's ja das ist richtig, ja, die treffen auch ganz am Anfang Bücher auch welche mit und irgendwelche Minimalisten und so. Irgendwelche YouTubes und so, da gab es ja irgendwie so ganz verrückte, so Selbstoptimierer und sowas. Also das war schon richtig sektenartig, was da teilweise da so gelaufen ist. Ich meine, letzten Endes muss man halt wirklich bei jedem, wie bei Fight Club heißt es ja auch so schön, wenn du irgendwas besitzt, besitzt es irgendwann dich, ne? Man muss halt wirklich überlegen, wenn man was kauft oder so, brauche ich das jetzt wirklich oder so? Ist das nicht schon, taugt das nicht noch, was ich da noch habe oder so? Ne? Dann, ja, aber und genau darum geht es auch in dem Film. Genau, das, ja, wenn der Film das auf eine humorvolle Art darstellt, klingt doch gut. Ich glaube, ich werde auch mal einen Blick riskieren. Er läuft ja gerade auf Sky, glaube ich, ne? Oder? Ja, der läuft auf Sky jetzt. Hast du ihn auch geguckt, ja. Genau, da habe ich ihn gesehen. Ja, also wie gesagt, ich kann den echt nur empfehlen. Ich gebe ihm, und das ist für einen Matthias Schweighöfer-Film, ey, das ist auch selten gedacht, der kriegt tatsächlich 7 von 10 Punkten von mir. Ja, der hat auch gute gemacht. Solo-Album finde ich immer noch gut. Ja, natürlich, aber er hat zuletzt auch viel gemacht. Ja, da hat halt irgendwie gefühlt sehr viel angenommen, gerade auch von seinem Buddy Till Schweiger da und so. Naja, ja, nee, cool, aber werde ich dir mal vormerken. Ich habe da guck ihn mal rein, oder guck mal rein, da gibt es ja auch On Demand, also ich kann es echt nur empfehlen. Hätte ich nicht gedacht. Werde ich das mal machen. Ja. Ja, mach das mal. Ansonsten, ja, ich habe mir auch schon lange kein neues Spiel mehr gekauft, seitdem ich Fallout 76 habe. Ja, jetzt Cyberpunk ist ja jetzt auch verschoben, ne? Ja, das, ja, genau. Naja, dann gucken wir doch mal lieber, was so Neues anläuft im Kino und was hier so in den Stuttgarter Kinocharts drin ist, um vielleicht mal zu sehen, was wir uns dann nächste Woche mal geben. Kinocharts und Neustarts. Gehen mal mit den Charts. Hier ist auf Platz 10 Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Auf Platz 9 Lindenberg, mach dein Ding. Platz 8 ist 1917, der Film. Platz 7, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ah, da müssen wir dann am Ende mal auf die Einspielergebnisse, bin ich da gespannt, weil der ist irgendwie so jede Woche mit drin, ja, der Film. Dann Platz 6, 4 zauberhafte Schwestern. Platz 5, Bad Boys for Life.
Müssen wir vielleicht auch mal angucken irgendwie. Mhm. Platz 4, die Eiskönigin 2. Platz 3, Knives Out, Mord ist Familiensache. Platz 2, Jumanji, Next Level. Ja, läuft auch gut. Platz 1, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Ah, ich wollte mal ganz kurz schauen, wie es in den USA aussieht. Ja, in den USA ist nämlich Star Wars nicht mehr auf der 1. War ja letzte Woche schon nicht mehr auf der 1, hat 1917 den verdrängt. Jetzt sieht es mittlerweile ganz anders aus, also nur mal ganz kurz. Platz 1 in den USA ist Bad Boys for Life, Platz 2 Dr. Doolittle, Platz 3 1917, Platz 4 Jumanji und Platz 5 ist nur noch Star Wars. Nein, doch. Ja. Oh. Und was läuft so Neues an hier in Stuttgart? Werfen wir doch mal einen Blick hier rein. Das ist dann der 23. Januar. 23. schon. Ach, ja. Neuer Til Schweiger-Film. Neuer Til Schweiger-Film, die Hochzeit. Ah. Das ist die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0. Da habe ich den Trailer gesehen und fand ihn furchtbar. Ja, exaktemente. Das ging mir ganz, ganz genauso. Der wird da bestimmt wieder seine Kohle machen, weil viele denken, oh cool, wird ein guter Film. Dann die Wolfgang, die Verfilmung der gleichnamigen Jugendbuchreihe über ein ungleiches magisches Trio, das der Verschwörung rund um den Bürgermeister Ziffer auf die Spur kommt. Mit Rick Cavanian, Axel Stein und so weiter. Habe ich Gutes gehört davon. Und die Presse-E-Mails, die da immer kommen, die haben da noch ein bisschen Hintergründe beleuchtet. Also es muss wohl eine sehr erfolgreiche Jugendbuchreihe sein und die erhoffen sich da wohl doch ein bisschen was davon. Mal gucken. Jojo Rabbit, die Satire über den Hitlerjungen Jojo, der erschrocken feststellen muss, dass seine Mutter eine Jüdin versteckt hält. Wie soll er damit umgehen? Ich habe gestern mit jemandem geschrieben, die schon drin war, und die hat gemeint, ein absolut grandioser Film. Ja, habe ich auch gehört bis jetzt. Ja. Wir hatten ja den Trailer mal besprochen gehabt. Ja. Ja, fanden wir auch schon ganz gut. Also, ist ja von Taika Waititi, der zum Beispiel den Thor Ragnarok gemacht hat. Und der wahrscheinlich, jetzt kann man nämlich die neuesten Gerüchte mal ins Spiel bringen, wahrscheinlich bei der neuen Star Wars Trilogie auf jeden Fall den nächsten Film machen soll, die dann auch von Kevin Feige zusammengefasst wird, der ja für dieses ganze Marvel Cinematic Universe sich verantwortlich gezeigt hat als Produzent. Also bleibt die Hoffnung, dass jemand da alles gut in der Hand hat, darauf achtet, dass das alles stimmig ist und dass es ein gemeinsames Ziel und einen roten Faden gibt. Und wenn Taika Waititi da einsteigt, dann freue ich mich da auch. Es läuft auch noch an, ein Film, der mich doch ein bisschen interessiert auch, nämlich Die Wütenden, Les Miserables, ein Polizeisozialdrama über drei junge Polizisten, die während einer Festnahme in eine prekäre Situation geraten. Den hat man, glaube ich, auch mal getippt gehabt für die Sneak. Ja. Und da wird irgendwie eine junge Kollegin oder Kollege wird da mit so ein bisschen so wie bei Training Day so in so das Banlieue mitgeschickt mit ihren Leuten und kommen dann so ganz üble Sachen zum Vorschein. Okay. Das Vorspiel haben wir auch noch dann. Psychologisches Drama um eine überehrgeizige Geigenlehrerin von Ina Weise. Okay. Ich glaube, die türkischen laufen bei uns nicht an. Dann Violet Evergarden und das Band der Freundschaft, ein Anime-Film zur gemeinsamen Serie, die ich nicht kenne. Okay. Und Roland Rebers Todesrevue, wilder Genre-Mix zwischen Revue und Gameshow. Okay. Whatever. Ist wahrscheinlich sowas wie Running Man oder so vielleicht. Könnte sein. Ja. Na gut, dann schauen wir doch mal, was ich für einen Trailer rausgesucht habe. Ah, nee, halt. Preview. Stopp! 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 200 Bilder habe ich! So, ich wir müssen ja noch die Blu-ray machen. Ja. Genau. Zwei Stück. Mach du mal den ersten. Zwei Stück. Einmal haben wir Kursk. Den hatten wir in der Sneak. Oh ja, der war toll. Kursk. Am 10. August 2000 läuft das russische U-Boot K-141 Kursk zu einem Manöver der russischen Nordflotte in der Barentssee aus. An Bord befinden sich 118 Mann Besatzung. Am zweiten Tag der Übung kommt es durch die Explosion eines Torpedos an Bord zur Katastrophe. Ja, den hatten wir in der Sneak, der war extrem cool. Ja. Da noch Matthias Schweighöfer spielt auch mit, der stirbt gleich am Anfang, ne? Ja. Ja. Colin Firth ist noch dabei und
Doch, der war sehr cool. Ja. Es gibt auch noch neu auf Blu-ray einen französischen Film, Ein leichtes Mädchen. Naima ist gerade 16 geworden und ein ganz normales Teenager-Mädchen. Sie lebt mit ihrer Mutter in bescheidenen Verhältnissen in Cannes, hat ihren Schulabschluss in der Tasche und das Leben noch vor sich. Wahrscheinlich bescheidene Verhältnisse in Cannes heißt, ja, goldene Wasserhähne zwar schon, aber es gibt nicht jeden Tag Kaviar oder so, ich weiß nicht. Was sie damit anfangen soll, weiß sie allerdings nicht. Vor dem ersten Job und all dem, was danach kommt, scheint ein endlos langer, heißer Sommer zu liegen. Da taucht unerwartet ihre ältere Cousine Sophia aus Paris auf. Nach dem Tod ihrer Mutter sucht diese in Naima eine vertraute Freundin und nimmt das junge Mädchen kurzerhand unter ihre Fittiche. Mit ihren 22 Jahren wirkt Sophia so welterfahren, ja fast schon zynisch, wie Naima unschuldig. Angezogen von der modernen Welt der oberen 10.000, in der Gefühle käuflich sind und als Devise mehr Schein als Sein gilt, denkt sich Sophia nichts dabei, auch Naima in die schillernde Wohlstandsgesellschaft mitzunehmen. Als sie durch ihren gekonnten Einsatz all ihre Reize einem reichen Yachtbesitzer näher kommt, Tapst Naima wie ein junges Kätzchen hinter Sophia her. Was für ein entscheidender Sommer für die beiden bevorsteht, ahnen sie da noch nicht. Ja, ist wahrscheinlich durchaus eine erotische Komponente mit drin in diesem französischen Film, schätze ich mal. Macht sich auch schon hier auf dem Cover deutlich von der Blu-ray. Würde mich auch trotzdem interessieren, der Film. Aber gut. So, jetzt aber zu den Trailern. Sneak Preview. Beziehungsweise zu einem. Zwar irgendwie, den gibt es schon irgendwie ein paar Wochen, den Trailer. Irgendwie ist der an mir vorbeigegangen, bis den gestern bei mir in die Timeline gespielt hat. Und zwar gibt es ein Remake von Lassie. Wow. Ich meine, bis wir drüber reden. Den Trailer fand ich schön. Fand ihr nicht schön? Echt? Ihr seid doch Hundebesitzer. Ja. Deswegen wundert mich, dass ihr die den nicht Rasse, die ich am hässlichsten, mitunter am hässlichsten finde, sind Lassie-Hunde. Aber das hat doch mit dem Hund jetzt nichts. Der ist doch. Ja, guck mal, der rettet Leute und alles. Das ist doch schön. Ja. Aber sorry, von dem Trailer her ist es Bella. Der Hund, der sich unterwegs verliert und nach Hause finden muss. Mal schauen. So wirkt es vom Trailer her. So ähnlich ging es mir auch. Ich war jetzt nicht so. Ja, ist schon süß und yay, Lassie ist wieder da und einer der Hundehelde. Also ich bin mir sicher, mein Hund möchte ins Kino und den Film sehen. Aber ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Bauchweh, ob dieses Lassie in der modernen Zeit noch so funktioniert. Ja. Mal schauen. Ich denke mal, da gehen viele Eltern mit ihren Kindern rein mittlerweile. Also die Eltern, die damals Lassie geguckt haben, wie ich jetzt zum Beispiel, die gehen dann wahrscheinlich mit ihren Kindern rein. Ziemlich sicher, ja. Also der Film, denke ich mal, funktioniert. Jetzt fehlt da nur noch ein Flipper-Film und ein Fury-Film und ein Boomer der Streuner, den habe ich auch mal sehr gern geguckt. Ja, Moment, Fury wirst du nicht sehen, weil da gibt es ja Ostwind. Ach so, meinst du? Der das so aber, ein bisschen abgekapfelt hat. Ja gut, aber Ostwind ist ja eine deutsche Produktion. Ja, und? Und, dann ist es, was haben wir da? Wir hatten ja, letztes Jahr hatten wir die Immenhof, die Neuauflage. Oh. Na? Oh, ja, guck, das war der Pferdefilm, nämlich auch nochmal. Oh, ja. Vielleicht kommt auch ein neuer Free Willy, wer weiß das denn? Nein! Habe ich mich eh immer gefragt, den haben sie einmal befreit, dann gab es ja Free Willy 2. Ja. Hat und der dritte ist tatsächlich am besten. Also der zweite ist okay. Ich habe nur den der erste ist top. Der erste ist top, der zweite ist okay, aber der dritte ist richtig cool. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber es gab auch einen schönen Film mit diesem einen Delfin, der irgendwie diese eine Flosse, wo die eine Flosse kaputt war, wo die dann so eine Prothese dran gemacht haben. Ja, aber das war ja nach einer wahren Geschichte. Ja, sogar. Aber den fand ich trotzdem schön. Der war schön. Ja. Da gibt es auch einen zweiten Teil. Jetzt gucken wir mal, was Lassie so kann. Nee, ich will nicht Lassie mal schauen, gucken. Wann das anläuft. Ja. Ihr müsst ja nicht reingehen, aber es wird bestimmt ein schöner Film. Dann begeben wir uns doch mal in den Serienbereich. Hier. Serien, wo ist hier? Hier. Serien. Kate will immer noch nicht über 24 reden hier. Ja, ich meine, müssen wir wirklich über 24 reden? Ich meine, das kennt doch jeder. Von mir aus können wir jede Woche über 24. Ich habe jetzt die zweite Staffel auch fertig abgeschlossen. Ja, ich bin jetzt bei der ersten Folge von der dritten. Ich bin bei der dritten Staffel bei Folge 19, glaube ich. Ja, 19 müsste es sein. Aber da kam jetzt leider kurz mal was anderes dazwischen.
Und zwar die Serie, über die ich heute reden möchte. Ja, warte, ein Satz hier. Also, weißt du jetzt auch, warum ich Tony Almeida so mag? Du hast da am Anfang gesagt, wen? Was? Ey, der ist so ja, cool. Ja, Tony ist geil. Aber der hat noch so eine coole Rolle. Also der ist nice. Also der ist jetzt auch jetzt gerade schon sehr nice. Also jetzt in der späteren Teil der dritten Staffel. Wobei, du hast gemeint, so die dritte Staffel ist so von deiner Erinnerung her die beste. Ich war mir nicht mehr sicher, glaube ich, mittlerweile, so ob das die dritte war oder die vierte. Aber ich fand die jetzt nicht so. Also ich finde die bis jetzt nicht so geil. Ich fand tatsächlich die erste fast bisher am besten. Boah, okay. Es gab bei der zweiten gab es auch schon so What the fuck-Momente. Ja. Und ich glaube, die sind bei der dritten richtig so, what? Ja, ich finde, bei der dritten ist definitiv zu viel Mexiko dabei. Da bin ich noch nicht. und dann, jetzt am Ende wird es richtig geil. So, und jetzt will ich auch weitergucken. Ja, aber wie gesagt, ich musste jetzt mal kurz einen Break machen und was anderes gucken. Vielleicht war es doch die vierte, ich weiß noch nicht, mal sehen. Die ich so gut fand. Was war denn die Grundthematik in deiner Staffel? Das weiß ich auch nicht mehr. Mir fallen halt ein paar Szenen ein, die so what the fuck waren und wo ich dachte, wow, diese Staffel ist der Hammer. Ja, aber ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig sicher, welches war. Aber ich hole ja auf, ich bin ja dabei. Dann kann ich dir sagen. Ja. Dann reden wir von deiner neuen Serie. Ja, neu ist die gar nicht. Die ist eigentlich schon fast alt. Die gibt es nämlich schon seit 2017. Läuft auf dem Bezahlsender Sky und ist jetzt endlich mal frei verfügbar bei Prime. Und zwar die erste Staffel von The Good Doctor. The Good Doctor basiert auf der gleichnamigen koreanischen Serie, ist ein US-Remake und handelt von einem jungen Chirurgen namens Sean Murphy. Der ist Autist und hat das Savant-Syndrom. Und das ist bekannt als Inselbegabung. Das heißt, er ist extrem jung und ist ein Genie in Sachen Chirurgie und Medizin. Und er kommt das erste Mal an einen Job in einem richtigen Krankenhaus. Also vorher hat er studiert und alles, ne, so. Und wird jetzt zum Chirurgen ausgebildet im San Jose Bonavacius Hospital. Hat da auch so ein, der Leiter des Krankenhauses ist auch so sein Protégé, der hat ihn quasi mit großgezogen. Er hat schon in jungen Jahren sehr viel durchgemacht aufgrund seiner Krankheit, in Anführungsstrichen, seiner Besonderheit, ja, als Autist. Und gespielt wird er von Freddie Highmore, den wir aus Filmen kennen, wie zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik oder Arthur und die Minimoys und zuletzt aus der Fernsehserie Bates Motel. Was es mir ein bisschen schwer gemacht hat, die Serie anzufangen, weil wenn du ihn aus Bates Motel kennst und ihn jetzt als diesen Arzt siehst, das ist gruselig. Aber er macht es wunderbar. Also ich fand, in Bates Motel hat er ja schon diesen außergewöhnlichen Jungen gespielt, mit Hang zum Verrückten. Und jetzt in Good Doctor spielt er eben diesen Autisten und das macht er wirklich, wirklich gut. Die Serie hat witzige Aspekte, interessante Aspekte, die haben tolle Fälle, an denen sie arbeiten müssen. Ich finde, dass relativ viel chirurgische Arbeit für so einen Assistenzarzt ist, aber es ist jetzt nicht wie bei Grey's Anatomy. Am Anfang dürfen sie nichts machen, außer irgendwie Nähte und nur zugucken, sondern da müssen die tatsächlich auch mal ran. Es ist halt schwierig, er wird nicht von allen akzeptiert mit seiner Inselbegabung, weil er eben Probleme mit menschlicher Interaktion hat und mit gefühlvoll mit Menschen reden und solche Dinge, die kann er einfach nicht. Aber dafür ist er einfach hochbegabt und sie versuchen aktuell in der ersten Staffel das irgendwie zu integrieren und er versucht auf eigenen Beinen zu stehen und sein Leben in den Griff zu kriegen und ich finde die Serie einfach nur goldig. Ich finde die wirklich süß. Ich bin jetzt wirklich froh, dass die erste Staffel auf Prime kommt. Aktuell läuft die dritte auf Sky. Ich muss mal gucken, wie weit die da schon sind. Eventuell programmiere ich mir das noch und muss mir dann die zweite noch irgendwie klicken, kaufen, was weiß ich. Aber es macht wirklich Spaß anzugucken. Ist einfach mal was anderes. Ja. Kann ich also empfehlen. Reizt mich jetzt nicht ganz so.
ja. da, aber gibt es bestimmt viele, die das schauen, sonst wäre er nicht in der dritten Staffel. Vielleicht gucke ich mal bei der ersten Folge oder so mal rein. Dann mach mal. Ist nicht schlecht. Ja. Der Chris hat auch ein bisschen gut. mitgeguckt. Ach so. Ist ganz witzig. Es erinnert einen ein bisschen an Sheldon Cooper. Ja, aber noch krasser. Weniger keimphobisch. Ach, du meinst diese Young Sheldon-Serie oder was? Nee. An die Art und Weise. Sheldon ist ja auch quasi, der geht ja auch schon fast in den Autismus rein. Ah. Im Gewissen. Der hat halt so Zwangsstörungen auf eine charmante Weise. Und hier bei The Good Doctor ist es halt wirklich Autismus. Ja. Okay. Ja, cool. Und Chris, du hast auch eine Serie geguckt. Oh ja. Eine Folge. Puh. Okay. Also ich habe mich dran gewagt an Batwoman. So, Schweigen im Wald, ist das richtig? Ja, da gibt es ja eine Serie, hatte ich gesehen, aber da habe ich auch noch nicht. Gibt es jetzt eine Serie auf Amazon Prime, Batwoman. Und worum geht's bei Batwoman? Es geht schlicht darum, dass in Gotham City ist Batman nicht mehr. Seit 3 Jahren ist Batman verschwunden. Und jetzt wagt man sich so langsam wieder an die Öffentlichkeit. Es gibt ein Sicherheitsunternehmen namens Crows. Crow ist das da für die Sicherheit in der Stadt sorgt und für alles. Und das ist alles total toll wegen denen. Und alles ist voll safe. Und die Leute vertrauen langsam auch wieder der Stadt. Die eine Hälfte sagt, ja, aber Batman kommt zurück. Die andere sagen, oh, Batman ist tot. Was weiß ich, Batman ist auf jeden Fall weg. Und wie es dem halt so ist, es ist dann nicht ganz so. Bei der ersten veröffentlichten Veranstaltung passiert eben etwas und eine neue Superschurkin mit dem Namen Alice tritt auf. Die eben fordert auch, dass sie die Crows in die Knie zwingt und dann die Kontrolle über die Stadt zu gewinnen. Das ruft wiederum ich höre noch kein bisher, das ist nicht so. Das wiederum ruft Kate Kane auf den Plan, die ein wenig im Exil lebt, um dort zu trainieren, weil Kate Kane, gespielt von Ruby Rose, ist die Hauptdarstellerin, und sie kehrt zurück nach Gotham und wird dort zu Batgirl. So. Ja. Soweit. Die Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Es geht ja noch nicht mal wirklich um Rache, aber die erste Folge ist, also ich habe wirklich bis jetzt nur die erste Folge gesehen, weil ich schon keinen Bock danach mehr hatte auf die zweite. Die erste Folge ist so, ich will jetzt nicht sagen, es ist an Klischees und Gedöns überladen. Nur, wenn Erik, du hast noch nicht reingeguckt, oder? Du weißt nicht, worum es geht. Sag mir mal ganz kurz, wo das jetzt gerade läuft, weil irgendwo hatte ich Amazon Prime. Ja, Amazon Prime. Okay, dann hatte ich es dort gesehen, als ich ein Fire TV angeschaltet habe, ja. Genau. Also jetzt pass auf, stell dir mal Folgendes vor. Aber ich habe es auch nicht geklickt, weil es hat mich irgendwie überhaupt nicht gereizt. Jetzt kommt der richtig, richtig gute Teil, kommt ja jetzt. Oh, okay. Also, pass auf, stell dir vor, du machst jetzt eine Comic-Verfilmung oder kriegst den Auftrag, ein Comicbuch, eine Serie draus zu machen. Mit einem starken weiblichen Charakter, okay? Soweit ist ja nichts Ungewöhnliches dabei. Und es gibt da überhaupt nichts dran zu meckern. So, jetzt allerdings kriegst du den Auftrag, hey, mach alles so, dass es in der Form das noch nie gab. Okay, das heißt, welche sexuelle Orientierung kriegt dein Hauptcharakter? Oh, ja gut, dann mag sie wahrscheinlich Frauen, oder? Genau, sie ist homosexuell. Gut, soweit alles in Ordnung. Jetzt allerdings, Achtung! Es geht weiter. Und jetzt stell dir vor, sie war in ihrer Ausbildungszeit bei der Militärakademie, wo sie wegen ihrer sexuellen Orientierung auch immer wieder gehänselt wurde, war sie mit jemandem zusammen, mit einer anderen Frau. Und mit jetzt Wonder überleg Woman. Mal ganz... Was? Mit Wonder Woman. Nein. Jetzt überleg mal ganz scharf, welche Hautfarbe hat Harley wohl Quinn, ihre Freundin? Ach so, ja, wird wahrscheinlich dunkle Hautfarbe haben. Vollkommen richtig. Oh mein Gott. Und jetzt pass auf, jetzt wird es noch gleich richtig, es wird noch viel, viel besser. Weil nämlich Kate Kane hatte als kleines Kind einen Autounfall und bei diesem Autounfall saß sie im Auto mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. So, es kam
Batman, um sie zu retten, hat hinten zwei Haken reingeschossen. Nur sie konnte rausklettern. Das Ding ist runtergefallen, das ganze Auto. Und Schwester und Mutter waren weg. Ja? Hm? Das heißt, der Vater hat neu geheiratet. Wen hat der Vater wohl geheiratet? Der Vater? Keine Ahnung. Also, wir haben eine weiße homosexuelle Frau. Wir haben eine schwarze Freundin. Was fehlt? Ich wusste. Natürlich, er hat eine Asiatin geheiratet, weswegen Kate Kane eine asiatische Halbschwester hat. Mensch, jetzt haben wir doch bald alles zusammen. Einen richtig schönen, bunten Mix. Oh, warte, du hast den Butler vergessen. Ich bin noch nicht so weit, ich komme doch da erst noch hin. Weil nämlich Kate Kane kriegt natürlich dann irgendwann Zugang zu den Daten oder möchte Zugang zu den Daten von ihrem Cousin. Wer ist wohl der Cousin von Kate Kane? Der Cousin von Kate Kane. Jetzt nochmal, Batman ist seit 3 Jahren weg. Ist das wer Robin ist wohl, oder was? Nein, wer ist ihr Cousin? Richtig, Bruce Wayne ist ihr Cousin. Oh mein Gott, wer hätte es erwartet, dass sie die Cousine von Bruce Wayne ist? Wer hätte das gedacht? Und dann geht sie eben da in so ein Bürogebäude oder was weiß ich was von Wayne Industries und trifft dort auf einen etwas vertrottelten Sicherheitschef oder Beauftragten, der sich um das alles kümmert. Quasi der neue Alfred. Und jetzt, Erik, darfst du überlegen, wie wird wohl der dargestellt? Keine Ahnung, im Rollstuhl? Nein, keine schlechte Idee. Aber was fehlt uns noch? Uns fehlt noch ein homosexueller schwarzer Mann in der Serie. Ach, Pam, stellen wir doch ihr ein... Also ich spekuliere jetzt, dass er das ist. Für mich wird er so dargestellt. Aber stellen wir ihr doch das auch noch an die Seite. So, und jetzt kommt der Knaller. Jetzt musst du dich richtig anschnallen. Weil nämlich am Ende der ersten Folge, ich spoiler das jetzt hier munter raus, gibt sich tatsächlich der neue Bösewicht Alice zu erkennen. Wer ist wohl Alice? Who the fuck is Alice? Ja, who the fuck is Alice? Wer ist wohl Alice? Also der Bösewicht. Die neue Super-Showkin. Wer ist Alice? Showkin. Ja, vielleicht Harley Quinn oder wen gibt es da noch in diesem Universe? Nein, Alice ist ja, die heißt Alice. So, Alice. Die heißt Alice. Sie nennt sich Alice. Aber jetzt, Erik, jetzt musst du dich wirklich anschnallen, weil jetzt ist es völlig crazy. Mich langweilt das auch gerade so total. Also ich Alice, weiß, ich will das auch Alice gar nicht gucken. Ist die Schwester von Kate Kane. Die oh vermeintlich tote Schwester. Ach so. So. Na super. Wer das jetzt hast du den Plot. Will, viel Spaß. Jetzt hast du den Plot und ich saß echt dran, ich so, Leute, pack doch bitte noch irgendwas rein, was unbedingt rein muss. Wie du gerade gesagt hast, einer im Rollstuhl vielleicht noch oder einer mit Tourette-Syndrom oder ein Blinder. Ein Blinder oder ein Grüner, also Hautfarbe grün. Ich war noch für Transgender. Man kann es völlig überladen und völlig übertreiben. Das ist für mich bisher eine Zusammenstückelung von Sachen, wo du hockst echt dran so, ach nee, ach komm, ach echt. Und der erste Auftritt von Ruby Rose oder von Kate Kane als Batwoman ist, dass sie in einem Hochhaus, in einem Gebäude die bösen oder die dunklen Gestalten aus dem Weg räumt. Und das macht sie Spider-Man-like, indem sie sie von oben an die Decke zieht und dort fesselt. Und du denkst dir nur so, oh man, das ist Spidey, das ist nicht Batman. Batman ist nochmal irgendwie anders und pam, pam, pam. Oh. Ach ja, doch, es gibt natürlich noch einen weißen Indianer, bei dem ist sie nämlich in der Ausbildung. Also einen Weisen oder einen Weißen? Einen Weisen, der ist weise, der hat graue Haare. Mr. Miyagi. Okay. Ja, genau, ein Indianer-Häuptling, ausgebildet hat. Macht es wenigstens irgendwie Spaß oder sowas? Man kann Nein! Ja auch, man kann ja auch solche Sachen gucken, wie zum Beispiel, die Kate möchte jetzt einen russischen Horrorfilm, der mit 4 Punkten auf die IMDb bewertet ist. Da traue ich mich noch nicht mal ran hier mit meinem Witz zum Trash hier. Aber den wollte sie als Rezensionsdisk. Also ich meine, macht das denn wenigstens so in der Richtung Spaß? Mir hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht, weil ich fand es einfach nur super albern. Und zwar sind sich halt auch ernst, ne? Von den Dialogen ausgehend bis zu was weiß ich was. Also die erste Folge
Ich finde es so granatenmäßig daneben, weil es einfach so völlig überzeichnet ist, das manche. Und die erste Folge dauert 42 Minuten. Ich glaube, 4 oder 5 Mal kommt der Flashback, wie Batman das Auto nicht retten kann. Also, wenn du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, nach dem 4. Mal weißt du, Batman konnte Fall das Auto nicht retten, wo ihre Schwester und ihre Mutter drin saß. Das gibt's doch gar nicht. Also, ich muss da nochmal drauf hinweisen, dass Batman das über nicht hingekriegt hat. Und deswegen war sie eigentlich sauer auf Batman, weil er hat es nicht geschafft. Und dann aber wir halten mal kommt fest, sie ins Batcave. Und sie in weiß Batcave. Aber nicht. Hallo. lass mich aus, Renton. Im Batcave findet sie Zeichnungen und dann sagt ihr neuer Gehilfe, er hat sich jahrelang den Kopf darüber zerbrochen, was schiefgelaufen ist. Mhm. Oder, die Scharniere waren nicht fest. Ja. Das kann passieren. Ich fand's unerträglich. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich nochmal die zweite Folge, ob ich weitergucke, aber ich fand's wirklich unerträglich. Ah ja. Naja, ich guck da mal rein. Kostet ja nichts, ist ja mit dabei. Habe ich jetzt richtig verstanden? Sie weiß aber, dass ihre Schwester die Bösewichtin ist. Oder wissen sie es nicht? Ja, sie ahnt das. Am Ende der ersten Folge ahnt sie es, aber ihre Schwester weiß es. Okay, Alice weiß es, Kate ist sich noch unsicher. Schrei mich nicht an. Kate ist sich noch unsicher. Die heißt ja Kate. Ich weiß. Aber sie weiß nicht, dass Bruce Batman ist. Das weiß keiner. Doch, natürlich. Sie ist ein Batcave vom Bruce. Das weiß keiner. Das war jetzt die Frage, weil sie ist ja sauer auf Batman, somit ist sie ja sauer auf ihren Cousin. Keiner weiß, wer das Superman ist, wenn er die Brille aufhat. Findet sie ja dann raus. Natürlich nicht. Wie bei Supergirl, das erkennt auch keiner. Ah ja? Klingt auch schon irgendwie lustig. Weiß nicht. Ich guck da mal rein. Wenn es lustig wäre, aber es ist halt so, oh, naja, so vielleicht böse, ist es so, weil es so trashig ist, vielleicht ist es dahingehend ein bisschen lustig. Wir hatten das gedreht. Guckt der Erik da mal rein und dann... Weißt du das? Hast du da geguckt irgendwie... Wie ist das? Einfach Batwoman, oder? Batwoman, ja. Batwoman. Wer hat es gedreht? Mal gucken. Wer es gedreht hat? Caroline Dries. Creator. Ja. Bekannt für The Vampire Diaries und Smallville. Mhm. Smallville und war gut. Melrose Place. Writer. Ja, Writer. Okay. Naja. Ich, was hat es denn bei IMDb für Noten? 3,4 von 10, ja, hat noch weniger als dieser russische Horrorfilm, den Kate sieht, den wir nächste Woche dann wahrscheinlich vorstellen oder übernächste mal gucken. Ah ja, aber zweite Staffel ist schon irgendwie angekündigt, sehe ich hier. Ja. Ah ja. Der Chris weint ja fast. Wenn Sie das mochten, wenn Sie das mochten, schauen Sie auch Supergirl, Legends of Tomorrow. Und Wurzelbehandlungen beim Zahnarzt. Black Lightning? Ja. Was ist denn Black Lightning? Black Lightning? Ist eine... klick gerade groß. Auch eine Serie über einen, so der so Black Panther-mäßig da so ein bisschen aufräumt. Nur ganz kurz hier. User Review bei IMDb. Possibly the worst TV series I've seen. Okay. Ja. Okay, dann, ja, ich dachte, wir haben heute nur gute Sachen, aber anscheinend dann doch nicht. Ja. dann gehen wir nochmal weiter in den allgemeinen Bereich. Was machen wir denn da hier so als Trainer? Hier. Chewie, wir sind zu Hause. Begeben wir uns mal in den allgemeinen Bereich. Musiktipps, yay, Spotify, Musiklist, Musikliste gibt's von uns. Songliste, Playliste, ja, wie auch immer. Die könnt ihr abonnieren, wenn ihr Spotify habt. Dann einfach unter Kinocast Songs mal suchen. Wer möchte anfangen? Oder soll ich? Mach du ruhig. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen aus aktuellem Anlass, was so in der Welt alles so passiert, von einer ziemlich guten Rap-Kombo, die leider schon lange nichts mehr gemacht hat, weil sich jeder seine eigenen Wege gegangen ist. Also Tatwaffe und so weiter. Da macht er seine eigenen Sachen mittlerweile. Das ist der Einzige, der, glaube ich, noch so richtig aktiv ist von der Truppe. Nämlich die Firma. Und da habe ich den Song Tränen, den man sich durchaus mal anhören sollte und auf den Text achten sollte. Das ist jetzt kein so ein Autotune-Scheiß, wie jetzt Rap-Hip-Hop genannt wird, sondern
Das ist noch echt. Kritik am System. Oh, ich habe letztens eine Playlist auf Spotify gefunden, irgendwie so, ja, irgendwie cooler neuer Hip-Hop. Ey, das war nur Autotune. Da war kein einziger Song ohne Autotune. Ich habe ausgesucht Callum Scott, Dancing on My Own. Wenn Chris mal wieder... Der Song, den er gecovert hat von Robin. Wenn Chris mal wieder spielt, Computer spielt, machst du Dancing on My Own. Ja. So in etwa. Ja. Ich habe lustigerweise beim Autofahren bin ich drüber gestolpert. Ich habe da auch mal wieder ein bisschen Dance-Mucke drin gehabt. Und plötzlich kam ein Song, der aber jetzt auch schon ein Jahr alt ist oder von einem Jahr schon rauskam, von Pulse Driver. Und den habe ich früher auch schon gerne gehört. Und der hat den Song Want to Make Her Happy neu aufgelegt. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht so. She got want to make her happy, want to make her sad. Und ich finde es einen coolen neuen Remix, der schön wummert. Und mir gefällt er. Mir gefällt er sehr. Deswegen dachte ich, kann man mal hier reinbringen. Das war auch ein bisschen in eine andere Richtung reingrätscht hier. Irgendeinen bestimmten Wunsch. Hier gibt es zum Beispiel Extended Mix, Tipscore, VIP Edit, VIP Mix, Pinball Mix, Bounce Mix. Wie wär's oder den ganz normalen. Der geht aber nur 2 Minuten 42. Okay. Oh. Es reicht vollkommen aus. Ja, ich frage ja nur. Kann ja sein, du hast da irgendwie einen anderen coolen, weil gerade so bei Dance-Sachen gibt es manchmal, dass eigentlich der normale gar nicht so gefällt. Ja, aber die meisten Dance-Sachen, wenn du dann auf den Extended-Mix klickst, dann kommen vorne 1,5 Minuten und hinten 1,5 Minuten. Gut, das war in den 80ern meistens so, ne? Also, aber jetzt glaube ich mittlerweile. Ja, Moment, in den 80ern sind die Songs noch leiser geworden am Ende. Da wurde outgefadet. Das gibt es heute auch fast nicht mehr. Das stimmt, ja. Gut, da haben wir wieder 3 Songs draufgepackt hier auf die Playliste. Die wird jetzt richtig voll. Wie viel haben wir eigentlich? Sieht man das irgendwo, wie viele Songs hier drauf sind? Kinocast-Songs? Du hast aber, glaube ich, den Lindenberg-Song 2-mal drauf. Ist es so, ja? Ja, ich glaube. Warte mal, du hast es geändert vorher. Künstler? Ist das von Udo? Von Udo? Ja, mit Clouseau. Udo mit Clouseau, das stimmt ja tatsächlich. Einer geht 3,39 und einer geht 3,54. Ach so, einer ist live, einer ist nicht live. Ich glaube, beide live. Nee, einer ist der Radio-Edit und der andere ist der Live-Edit. Dann lass den Radio-Edit drin. Ja, dann nehmen wir den raus. Zack. Sollten wir von unseren Hörern erfahren, in welche Musikrichtung die so gehen, was das angeht. Würde mich interessieren. Ja, ob die sagen, hey, ich höre gerne die Songs von Erik oder ich höre am liebsten die Songs von Kate oder hey, den geilsten Musikgeschmack überhaupt, wie wir alle wissen, hat Chris. Also das fände ich mal interessant. Aber wollen wir da jetzt wirklich so eine Situation hier schaffen, dass dann irgendwie alle sagen, ja, ich mag nur das eine. Lass uns doch lieber völlig unbefangen hier. Jeder packt das drauf, was er mag, ohne jetzt... Du hast nur Angst. Keine Ahnung, aber lass uns lieber unsere Songs empfehlen, aber umgekehrt können ja die Hörer mal sagen, was jetzt für Sie vielleicht so der Song der Woche wäre und einfach mal in die Kommentare posten oder per Twitter einfach @kinocast. Genau, dann können wir das ja beim nächsten Mal mit vorlesen. Können wir sagen, okay, hier, User sowieso. Ja. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Wir hatten, glaube ich, Kommentare, wenn ich mich recht erinnere, zur Lindenberg-Folge. Hat keiner geschrieben, dass der Song doppelt drauf ist. Ah, der Thomas ist auch wieder da. Der hat nämlich Knives Out gesehen. Ein spannender Film, sagt er, nicht mehr und nicht weniger. Er gibt 6 von 10 Punkten, was ein bisschen wenig ist, aber gut. Für die bezaubernde Ana de Armas, Chris, du hast hier einen Mitstreiter im Geiste gefunden hier. Ne? Und ihre Leistung zum Thema Biopic interessant wäre eine über Heinz Rühmann. Ja, ein Biopic. Wir hatten ja, glaube ich, die Frage, wir uns da Biopics gerne sehen würden, ja. Genau, ja, Heinz Rühmann wäre, glaube ich, ganz interessant. Hat er ein bewegtes Leben gehabt oder war das einfach nur so? Ja. Was vielleicht auch interessant wäre, was mir da eingefallen ist im Nachgang, wäre so ein über Leni Riefenstahl zum Beispiel, weil die hat ja eine sehr seltsame Vita. So einerseits Filmemacherin, dann hat sie sich ans Nazi-Regime verkauft, um da quasi ihre Bilder Filme weitermachen zu können und so weiter. Hat da auch wirklich sehr gute Sachen, also rein cinematografisch gute Sachen gedreht, aber mit fragwürdiger Botschaft und so. Das wäre vielleicht ganz interessant. Was man auch als deutsches Thema mal annehmen könnte, was vielleicht dann auch sogar aufgrund der Thematik bei den Oscars Chancen hätte. Ja. Ja, oder
schon der Reihe da sind. Theolingen fände ich auch dann interessant. Ah, ja. Ne? Theolingen, ja doch. Theolingen. Oder Gerd Fröbe? Ja, auch Gerd Fröbe, klar. Wie er dann so bis zum Goldfinger da es geschafft hat und so. Ja, eben. Hm. Ah, wäre auch cool, ja. Stimmt. Also gibt es noch viel Material. Wenn ihr ein was davon verfilmt, wir müssen Prozente kriegen jetzt, ne? Klar. Oder zumindest einen Screener. Haben wir jetzt mal festgelegt. Ja, das, mit einem Screener gehen wir uns, da möchten wir wenigstens auf dem roten Teppich mal mit eingeladen werden. Ein Anonymer, der heißt auch Anonym, was natürlich seltsam ist, weil ich weiß nicht, warum sollte jemand seinen Namen hier nicht sagen wollen. Er schreibt, er oder sie schreibt, es müssen allerdings auch nicht immer die ganz großen Namen sein. Gundermann war vor der Verfilmung, in Klammern, die hattet ihr sogar in 552, kein Begriff, trotzdem wurde ich sehr gut unterhalten. Ja, weiß jetzt leider nicht, wer es ist, wen ich da ansprechen soll, aber stimmt, Gundermann, ich glaube, das hatte der Martin gesehen gehabt vom Staatsbürgerkunde-Podcast. Die Steff hat auch was geschrieben, denn sie ist ja eine der Gewinnerinnen und sie meint, es macht doch wieder Sinn, jeden Tag beim Adventskalender mitzumachen, viele Lose im Topf zu haben, macht schon Sinn. Kann ich nur bestätigen, weil wenn ich sehe ja die Excel-Tabelle und bei denen, die einfach mal 24 oder 23 oder 22 Lose haben, das ist schon eine große Menge. Also unser Mathematiker könnte das ja auch mal in Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wie das auf die, auf die Gesamtzahl der Lose. Auf jeden Fall kannst du wahrscheinlich so aus dem Stegreif sagen, es macht schon was, wenn man mehr Chancen hat. Das erhöht ja deine Chancen, das kann man sicher. Also. Und nicht nur einmal mitspielen oder zweimal und dann irgendwie auf einen großen Reibach hoffen. Ja. Ich möchte ganz kurz noch reingrätschen. Sendung 552 war am 10.02.2019, ist fast ein Jahr her jetzt. Der Aufreißer war Hard Powder. Und dann war noch dabei Weiß, Gundermann und Robocroc. Ah ja. Robocroc. Also ich kann mich erinnern, dass ich viel davon gesehen habe. Ja, und Kate war nicht dabei in der Sendung. Ich war krank, da steht gute Besserung und du hast es mit Martin gemacht. Ja, sag ich doch. Der Martin hat den Gundermann vorgestellt. Richtig. Genau. Genau. Ich wollte es zusammenfassen, damit es alles zusammen ist. Sehr schön, Mann. Sehr schön. Wunderbar. Gut, so eine Schattenredaktion zu haben. Ja, vielen Dank. Was war das für eine Nummer? 552. Ach, 552. Ich habe 522 eingegeben gerade. Das war nämlich ein Lied in Gottes Ohr. Ja, Hard Powder. Ah, geiler Film. Ja, Weiß. Robocroc. Den habe ich, glaube ich, auf RTL 2 gesehen. Oh, ich habe lange nicht mehr so richtig schön Trash geguckt. Ich muss mal wieder Trash gucken. Ja, vielleicht erwartet ja morgen eine Sneak. Ich warte erstmal die Sneak ab, bevor ich jetzt hier sage, ich guck mal Trash. Vielleicht kommt da irgendwie Riesenscheiß dann. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Aber auf jeden Fall war die Steff nicht ganz so angetan von Lindenberg. Sie hatte den auch unter Sneak gehabt und sie sieht das so wie Kate. Udo Lindenberg war ihr immer schon unsympathisch und das Leben hat sie nicht interessiert. Deswegen hat sich das nach dem Film auch nicht geändert und der Film war für sie nix und daher bekommt er auch nur 4 von 10 singende Schlagzeuger. Ich möchte da ganz kurz noch das Ding lesen oder vorlesen, was du geschickt hast aus dem Interview mit Udo Lindenberg. Ach so, ja. Ich gucke mal, hier. Eine Meldung aus einem Interview von der dpa. Ne? Frage ist, da ist recht viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Film. Wie ist das für Sie, wenn Sie sich im Kino selbst beim Beischlaf zugucken? Lustig. Lustig. Ich habe gedacht, so ist das ziemlich gut wiedergegeben. Über Details schweigt der Gentleman. Also scheint das wohl doch so gewesen zu sein, so, hey, du da, wie sieht's aus? Ja, ich bin der Udo. Okay, ich zieh mich aus. Alles klar. Tja, das hat uns ja dann im Film auch etwas verwirrt dann, aber gut, wir haben halt immer den jetzigen Udo. Vielleicht sah der ja damals, vielleicht war das so, ich meine, so langhaarig, das war doch damals so innen irgendwie. Vielleicht war das so, weiß nicht, keine Ahnung. Als ich längere Haare hatte, hat es nicht ganz so funktioniert. Also nicht so einfach. Du warst auch kein Schlagzeuger. Ich war Keyboarder. Ja, und habe damals am Amiga 500 die Produktion gemacht von uns. Ja, aber das war ja eher so hinter den Kulissen dann. Ja. Naja, ja, das waren schon die Kommentare von der vergangenen Woche.
Dann sind wir, glaube ich, durch hier. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nö, ne? Mhm. Haben wir alles. Dann, ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, ihr kennt ja die diversen Möglichkeiten, nutzt das Kontaktformular oder dann an Erik, Chris oder Kate at kinocast.net die E-Mail-Adressen oder einfach einen Kommentar, dann könnt ihr alle sehen. Wenn es geht, dann nicht anonym, dann sucht euch wenigstens einen Namen aus oder so. Anonym. Ja, ist ja hier nun auch nicht, ihr schreibt ja hier nicht die total kontroversen Beiträge hier. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Ihr habt viele gute Filme zum Schauen. Jetzt sind wir gar nicht auf die Oscars eingegangen. Machen wir nächste Woche, ist eh schon so lang die Sendung. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.